Mein Name ist Cornelia Holtmann. Ich darf Sie sehr herzlich im Namen des Länderbüros Hessen und Rheinland-Pfalz und der Hessischen Karl-Hermann-Flach-Stiftung zu dieser Veranstaltung begrüßen. Ich danke zunächst den Referenten des heutigen Abends, Bettina Stark-Watzinger, Professor Philipp Sandner und Dirk Schrahl, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend mit uns hier zu diskutieren. Großer Dank geht weiterhin an meinen Kollegen Armin Reinhardt, der heute Abend die Moderation übernehmen wird. Er hat 2017 das Büro der Stiftung in Hongkong mit aufgebaut und leitet seitdem dort das Global Innovation Hub und das Greater China Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und ist als Analyse- und Netzwerkeinheit für die Stiftung, hat er mit seinem Team gemeinsam ein Auge auf die globalen Trends und auch die politischen Entwicklungen in China, Hongkong und Taiwan. Ich danke dir sehr herzlich, dass Sie heute Abend die Veranstaltung moderieren werden. Und ich sage immer, diese Veranstaltungen wie diese heute Abend sind für uns eine sehr spannende Verschmelzung der In- und Auslandsarbeit. Und in diesem Sinne vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit im Vorfeld. Bevor ich jetzt an Armin Reinhardt übergebe, der auch die Referenten noch näher vorstellen wird, ein paar technische Hinweise für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Veranstaltung heute ist live, wird aufgezeichnet und auch über Facebook und YouTube übertragen. Sie haben die Möglichkeit, via Frage- und Antwortfunktion, die Sie unten in der Menüleiste sehen, sich mit Fragen bitte nach Möglichkeit kurz und knackig daran zu beteiligen. Sie können diese Fragen auch anonym stellen und Herr Reinhardt wird nach Möglichkeit so viele wie möglich dieser Fragen dann auch mit aufnehmen. Ich bitte um Verständnis, dass es sich dabei wie bei einer Präsenzveranstaltung auch immer nicht möglich sein wird, alle Fragen zu beantworten, aber Herr Reinhardt wird sein Bestes tun, so viele wie möglich mit einzubinden. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Herr Reinhardt. Ja, vielen lieben Dank, Frau Holtmann. Also für uns im Global Innovation Hub ist das eine ganz tolle Möglichkeit, auch unsere Arbeit in Deutschland mit deutschen Experten in Deutschland fortzusetzen. Das Thema, was wir heute Abend besprechen, ist etwas, da arbeiten wir schon ein bisschen länger dran. Das ist aus einer Veranstaltung im letzten Jahr bei uns in Hongkong entstanden, im Austausch mit dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestags, der in Hongkong vorbeigekommen ist auf seiner China-Reise. Und jetzt haben wir haben dazu ein Paper veröffentlicht. Das finden Sie auch während und nach dieser Veranstaltung im Chat, den Link. Das ist gestern auch schon kurz vorgestellt worden auf einer anderen Veranstaltung in Hongkong. Und heute wollen wir das mit unseren Experten hier unter dem groben Thema Deutschland, Auswirkungen Deutschland und Europa weiter diskutieren. Was macht da der digitale Yuan, wenn er kommt, und wie sieht er aus, wenn er kommt hier? Dazu bin ich ja wirklich sehr froh, dass wir drei so exquisite Experten heute Abend zusammenbekommen haben. Zum einen darf ich vorstellen Bettina Stark-Watzinger. Frau Stark-Watzinger hat Volkswirtschaft studiert, war danach in der Finanzbranche zuständig, dann Geschäftsführerin eines Forschungsinstituts in Frankfurt, zwar seit 2017 im Deutschen Bundestag. Bis vor kurzem war sie dort Vorsitzende des Finanzausschusses des Deutschen Bundestags und ist jetzt parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion. Was wir als Stiftung hier nicht vergessen wollen, ist, dass sie auch Vorstandsmitglied der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit ist und sich dort auch speziell um den Bereich Asien kümmert. Dann darf ich auch ganz herzlich begrüßen Herrn Professor Philipp Sandner. Er hat das Frankfurt School Blockchain Center gegründet, wurde im Jahr 2018 und 2019 von FAZ als einer der Top 30 Ökonomen ausgezeichnet. Das Capital Magazin nennt ihn einen der Top 40 Under 40. Er ist seit 2017 Mitglied des Fintech-Rats des Bundesministeriums der Finanzen und seine Expertise umfasst Blockchain-Technologie, Kryptowerte, Bitcoin, Ethereum, den digitalen programmierbaren Euro, das auch heute Abend bestimmt besonders interessant, die Tokenisierung von Assets, Rechte und digitale Identität. Dann darf ich als Experten, als dritten Experten in der Runde Herrn Dirk Schrade begrüßen. Er ist der stellvertretende Leiter des Zentralbereichs Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme der Deutschen Bundesbank, also unserer Zentralbank. Er hat unter anderem beim Aufbau des Zahlungsverkehrssystems Target 2 im Eurosystem mitgewirkt und arbeitet seit einigen Jahren zur Innovation und Weiterentwicklung im Zahlungsverkehr. Das ist natürlich auch dann wirklich extrem passend für heute Abend. Und ich würde gerne auch mit Herrn Schrade anfangen in dieser Runde. Als Zentralbanker ist er sozusagen derjenige, der am nächsten handwerklich dran ist am Geld und wenn es digitalisiert wird. Herr Schrade, Herr Weidmann sprach im Januar davon,
über die Einführung eines digitalen Zentralbanksgeldes in Deutschland sagte, das muss ein wohlüberlegter Schritt sein. Sagte, es muss genau geprüft werden. Jetzt haben wir auch festgestellt bei der Entwicklung unseres Papers, dass sich in den letzten Monaten ja einiges getan hat in der Welt in diese Richtung. Wie schätzen Sie die Lage ein? Wie hat sich die Lage in Deutschland seitdem entwickelt? Und auf welchem Weg ist Deutschland und der Euroraum mit digitalem Zentralbankgeld? Stehen wir da jetzt mehr unter Druck? Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, an der Veranstaltung teilzunehmen. Zum einen erwarten Sie sicherlich nicht, dass ich jetzt dem Bundesbankpräsidenten widerspreche. Zum anderen möchte ich natürlich auch nochmal darauf hinweisen, Sie hatten es ja in der Einführung gesagt, Digitalisierung des Geldes, das Geld ist schon weitestgehend digitalisiert, so Sie denn nicht mit Bargeld zahlen. Also die üblichen unbaren Zahlungsmittel, Ihre Kontobestände, die sind ja schon alle digital. Und das, glaube ich, zeigt auch so ein bisschen die Schwierigkeit des Themas, über was wir eigentlich hier reden. Sie hatten gerade richtigerweise gesagt, dass natürlich in diesem Thema viel Fantasie herrscht, nicht zuletzt durch China. Allerdings hat ja auch das Papier Ihrer Stiftung sehr schön gezeigt, dass eigentlich relativ wenig bekannt ist. Also wir sind da auch nicht viel schlauer, aber wir verfügen eigentlich auch nur über die Informationen, die öffentlich verfügbar sind. Das ist relativ wenig und insoweit ist das Ganze natürlich auch relativ schlecht einzuschätzen. Es gab, denke ich, in der Zwischenzeit schon eine ganze Reihe von Papieren anderer Zentralbanken, zum Beispiel von der Bank of England, die Forschungspapiere veröffentlicht haben, von der holländischen Zentralbank, von der Bank of Canada. Aber ich glaube, das, was Herr Weidmann ja auch sagen wollte, ist, und das ist mir auch nochmal ganz wichtig, wir reden ja hier nicht nur über ein neues Zahlungsmittel, sondern wir reden im Grunde genommen auch über eine gänzlich neue Infrastruktur. Und ich glaube, da ist man wirklich schon sehr gut beraten, zu überlegen, wofür man eigentlich eine solche Infrastruktur braucht, welche Auswirkungen solche Infrastrukturen dann auch auf die heutige Finanzwirtschaft haben und ob es nicht möglicherweise auch andere Alternativen gibt, um halt eben etwaige Geschäftsbedarf zu adressieren. Und das kann man halt im Grunde genommen nicht auf die Schnelle mal machen, sondern das will in der Tat gut überlegt sein. Häufig sind die schnellsten Antworten oder die einfachsten Antworten aus unserer Sicht nicht die besten. Und einfach zu sagen, weil China sowas vielleicht auf den Markt bringt, müssen wir jetzt hier aber auch ganz schnell Ähnliches produzieren, scheitert aus meiner Sicht, wie gesagt, schon daran, dass man gar nicht so genau weiß, welche Ausgestaltung das Ganze in China haben wird. Und wenn man auch mal insgesamt in die internationale Community schaut, dann sehen wir natürlich einige Länder wie Schweden, die halt vielleicht vorausgeschritten sind, die halt schon in einer Phase eines Proof of Concept sind, ohne allerdings schon abschließend die Entscheidung getroffen haben, ob sie tatsächlich in diese Richtung gehen. Dann haben wir natürlich Länder wie im karibischen Raum, wo man auch kolportiert, dass dort halt im Grunde genommen in diese Richtung gegangen wird. Da ist aber ganz klar die Zielsetzung eigentlich finanzielle Inklusion und auch der Hintergrund, dass die Finanzsysteme dort nicht so leistungsfähig sind. Und ansonsten sind, denke ich, viele Zentralbanken nach wie vor in der Studienphase. Das sind wir, das ist das Eurosystem, da ist ja bekannt, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, die sich halt auch mit diesem Thema beschäftigt. Es gibt auch eine internationale Arbeitsgruppe, die halt hier überlegt, wie man mit digitalem Zentralbankgeld umgehen kann. Was vielleicht aus meiner Sicht auch noch wichtig ist zu bemerken, dass man natürlich immer auch überlegen muss, über was reden wir. Das, was Sie natürlich skizziert haben oder das, was ja auch in China letztlich der Fall ist, da geht es halt letztlich um digitales Zentralbankgeld für jedermann, also etwas wie eine Banknote, die dann digitalisiert wird und die wie Bargeld letztlich dann auch genutzt werden kann. In anderen Ländern, und auch das ist natürlich eine andere Dimension, geht es unter anderem dann aber auch nur darum, vielleicht ein neues Medium Banken zur Verfügung zu stellen, weil sich halt neue Abwicklungssysteme, beispielsweise auch Blockchain-Basis herausbilden,
die letztlich dann natürlich auch irgendwie erfordern, dass man vielleicht eine andere Form des bisherigen Geldes hat. Mich persönlich stört immer so ein bisschen, und ich glaube, es war auch in dem Papier Ihrer Stiftung, der Verweis auf Frankreich. Ja, auch Frankreich hat angekündigt, dass sie halt Experimentierarbeit machen wollen. Aber auch in meinem Gespräch mit den französischen Kollegen herrscht da viel, wie soll ich sagen, Vorsicht, wenn es um digitales Zentralbankgeld für jedermann geht. Dort geht es auch in erster Linie um die Frage, wie kann man beispielsweise Finanzmarkttransaktionen mit einer anderen technischen Form von Zentralbankgeld vielleicht attraktiver machen oder durch andere technologische Brückenlösungen vielleicht zu den Systemen, die wir heute haben. Also da geht es eigentlich um eine etwas andere Fragestellung, die hier abgehandelt wird. Aber der Hauptpunkt, den ich immer habe, ist zu sagen, nur weil halt andere sagen, das ist jetzt alles so schick und das ist jetzt unbedingt notwendig und Digitalisierung ist ja klar, benötigt auch einen digitalen Euro, dass man dann halt sehr, sehr schnell eigentlich zu der Schlussfolgerung kommt, ja, das machen wir. Das wäre aus unserer Sicht schon verfrüht, das muss man sich sehr genau anschauen, das tun wir auch, das tun wir auch im Eurosystem. Aber wie gesagt, dieser Dreiklang, was ist eigentlich der Grund, was sind die Notwendigkeiten, die wir adressieren wollen, was sind Risiken und was sind eigentlich Alternativen, die sind, glaube ich, schon so, dass man sie halt vernünftig auch regulieren muss. Ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, dass unbarer Zahlungsverkehr hier auch beispielsweise in Deutschland unbedingt so schlecht läuft, obwohl ja der digitale Euro für jedermann gar nicht verfügbar ist. Also insgesamt, glaube ich, sehen wir auch im unbaren Zahlungsverkehr sehr, sehr viel Innovation. Wir sehen auch sehr, sehr viel Entwicklung. Das ist halt schon auch ein sehr entwickelter Markt. Und ich denke mal, jetzt zu sagen, wir brauchen unbedingt was Neues, das ist nicht die adäquate Antwort. Also man muss schon sehen, wo sind die Geschäftsfälle und was sind dann die entsprechenden Lösungen und Werkzeuge, die man eigentlich für diese Geschäftsfälle nutzen will. Ja, das ist ein, also Sie sprechen da auf jeden Fall die richtige Frage an nach den Zielen. Was will man eigentlich mit erreichen? Ich denke, da werden wir uns auch im Verlauf der Diskussion noch stärker mit beschäftigen. Sie haben auch angesprochen, was sind die Geschäftsmodelle dahinter? Muss man auf alles aufspringen, was neu ist? Da würde ich gerne überleiten zu Herrn Professor Schrade. Ich weiß aus meiner Studienzeit in Peking, dass viele Kommilitonen dann auch durchaus in ihrem weiterführenden Studienprogramm an die Frankfurt School gegangen sind nach Deutschland. Jetzt ist es, die haben da, also diese Generation der Studenten, die jetzt Peking verlässt und an die Frankfurt School kommt, die findet ja schon mit Deutschland ein Land vor, wo diese ganzen Sachen, die sie von zu Hause gewöhnt sind, mit Alipay, mit WeChat Pay, ähnliche Sachen, auch vielleicht die Bedingungen im Bereich Fintech, wenn man gründen will, nicht ganz genauso, also zumindest nicht unbedingt genauso sind wie in Peking. Ist das was, wo Sie sagen, Deutschland braucht vielleicht, muss stärker in diese Schritte gehen, muss stärker Blockchain nutzen, vielleicht auch mit so einer digitalisierten Währung, um ein entsprechendes Ökosystem, um entsprechende Innovationen zu ermöglichen? Also mal ja, auf alle Fälle, klar. Aber man muss natürlich, das hatte der Herr Schrade schon anklingen lassen, verschiedene Abstufungen machen. Ja, es gibt nicht den digitalen Euro, es gibt nicht den digitalen chinesischen Yuan, sondern es gibt einfach verschiedene Varianten. Und da vielleicht möchte ich da einfach kurz, bevor wir nachher in die Diskussion starten, ein bisschen aufräumen. Der Herr Schrade hat aus meiner Sicht vollkommen recht. Da muss man nicht jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Und er kommt von der großen Perspektive, insbesondere Policy, Interbanken, Zentralbanken und so weiter und so fort. Dann gibt es aber noch die andere Perspektive, nämlich welches Geld haben wir eigentlich in unserem Geldbeutel oder eben hier in unserem Online-Banking-App zum Beispiel und auch Firmen, also Bosch, Daimler und ähnliches, welches Geld verwenden denn die? Die nehmen natürlich nicht den Euro, den die Bundesbank oder die EZB technisch organisiert, sondern das ist sogenanntes Geschäftsbankengeld, also Geld, was von Banken emittiert wird. Das ist eine Abstufung. Und wenn man jetzt fragt, was ist eigentlich der digitale Euro, in Analogie zu der chinesischen Variante, dann muss man zunächst mal fragen, wer soll denn eigentlich einsetzen und was macht man denn eigentlich damit? Ich persönlich vermisse Stand heute eigentlich so gut wie überhaupt gar nichts. Also ich bin bei verschiedenen 1, 2, 3 Neobanken, das funktioniert toll. Ich kann mit der einen
Geld innerhalb von 5 Sekunden meiner Frau oder meiner Schwester überweisen, alles ganz toll, da gebe ich dem Herrn Schrade auch recht. Wenn man sich quasi Unternehmen anschaut, ist es teilweise schon anders, weil da geht es oftmals um grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Und bei grenzüberschreitendem Zahlungsverkehr ist es manchmal schon so, dass die Überweisung nicht sofort eintrifft aus verschiedenen Gründen, sondern manchmal dauert. Manchmal ist die Zahlung auch 30 Minuten unterwegs. Das ist für bestimmte Geschäftsmodelle zu langsam. Und jetzt wird es richtig spannend. Bosch, Daimler, die gesamte deutsche Industrie beginnt sich so langsam zu wünschen, einen digitalen programmierbaren Euro mit dem Ziel, dass das autonome Auto nicht nur autonom fährt, sondern auch autonome Buchungen erzeugt. Das ist das Taxi ohne Taxifahrer, was aber trotzdem von mir als Mensch natürlich bezahlt werden möchte. Und dieses Taxi muss natürlich Geld bekommen. Und dann würde ich an dieses Taxi Geld überweisen. Wahrscheinlich in der Zukunft überweise ich als Mensch Geld an das Ding. Wenn das autonome Auto autonom nach Italien fährt und an der autonomen Zollstation am Brenner vorbeifährt, dann würde das Ding-Auto an das Ding-Zollstation Geld überweisen. Das wäre Maschine-zu-Maschine-Bezahlverkehr. Und Daimler, Bosch und die ganze Industrie hat noch nicht mit begonnen, das muss man dazu sagen, aber die fangen langsam an, das Potenzial zu verstehen, wenn man Dinge massenhaft an den Zahlungsverkehr anschließt. Ja, da gibt es, und aus meiner Sicht ist das die nächste Stufe für den deutschen Mittelstand, für die deutsche Industrie, Mobilität, Industrie und in der Schweiz, Österreich und in Europa sieht es auch nicht anders aus. Aber hier brauche ich gar nicht unbedingt den digitalen Euro, den der Herr Schrade unbedingt jetzt meint, das wäre die langfristige Version, sondern da würde die in Anführungszeichen kleine Variante schon ausreichen, dass zum Beispiel ein Bankenkonsortium aus Deutschland oder Europa den Euro auf ein Blockchain-System bringt. Und deswegen jetzt einfach zum Abschluss dieser kurzen Vorrede, einfach aus meiner Sicht hat es 3 Stufen. Ich brauche relativ schnell eine Lösung, und zwar möglichst nächstes Jahr für den digitalen Euro. Und zwar deswegen, weil nachweislich die Chinesen der EZB inzwischen 6 bis 8 Jahre voraus sind. 6 bis 8 Jahre ist die EZB hinterher im Vergleich zu China. Egal, ob man das jetzt in Euro braucht oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber wenn man ihn braucht, ist China 6 bis 8 Jahre voraus. Dass es 5 Jahre lang sind, das hat ein Mitarbeiter von der EZB sogar selber gesagt. Ich würde mal behaupten 6 bis 8, weil es ein dickes Brett ist, IT-technisch. Und deswegen braucht man jetzt für Daimler, Bosch und die ganze Industrie, braucht man relativ kurzfristig eine Lösung. Und natürlich entwickelt man so ein dickes IT-System nicht über Nacht. Deswegen gibt es zum Beispiel Entwicklungen bei der LBBW und soweit ich weiß auch bei der Bundesbank im Haus, dass man ein Blockchain-Netzwerk koppelt mit dem IBAN-Konto, was wir alle schon haben. Und dann habe ich quasi einen sogenannten Payment-Adapter. Für das, was die Industrie heute will, würde das ausreichen, weil die Industrie natürlich sich auch erst Stück für Stück der Automatisierung von Zahlungen nähert. Ja, das heißt, was man heute von der Nachfrageseite her sich wünscht, könnte man nächstes Jahr oder vielleicht schon in 9 Monaten mit so einer Art Payment-Adapter machen. Das ist nicht der digitale Euro auf Blockchain-Basis, sondern das ist der digitale Euro ganz nah an einer Blockchain dran, wenn man so will. Ja, das ist so die kleinste Lösung, aber schnell umsetzbar. Dann mittelfristig, also so vielleicht auf dem Horizont von 2 bis 3 Jahren, wäre es schon denkbar und wünschenswert, dass ein Konsortium von Geschäftsbanken oder anderen Zahlungsinstituten sich zusammentut, also private Unternehmen, und gemeinsam den digitalen Euro erzeugen, aber eben nicht so, dass der wie bei der Commerzbank in den Projekten innerhalb einer Bank läuft, sondern eben auch bankübergreifend. Und hier wird es spannend, weil das wird aus meiner Sicht das Facebook-Projekt Libra machen. Das ist quasi das Konsortium, was ich gerade skizziere, weil die Geschäftsbanken in Deutschland wahrscheinlich nicht einig sein werden, den digitalen Euro in Form eines Geschäftsbankengelds zu erzeugen, ob man es jetzt will oder nicht. Das wird Libra machen. Und dann auf einem Horizont von 5 bis 8 Jahren hat man dann die Zeit, jetzt zu starten und dann in 5 bis 8 Jahren, das wäre 2026 und so weiter, das Pendant zu haben von dem, was die Chinesen jetzt schon haben. Das wäre meine momentane Meinung zu einer Art Roadmap, weil man muss nämlich Angebot und Nachfrage synchronisieren. Wenn jetzt die EZB das Unmögliche gemacht hätte und heute, so wie der Herr Schrade gesagt hätte, den digitalen Euro heute sofort schon auf einem Blockchain-System hätte, dann wäre der ganze Aufwand umsonst gewesen, weil keiner kann es ansetzen. Die Industrie, Daimler, Bosch, die sind noch gar nicht reif, das einzusetzen. Und deswegen muss man Angebot und Nachfrage synchronisieren. Und deswegen finde ich, dass man halt das schrittweise machen muss. Und deswegen kann man mit kleinen Lösungen anfangen, weil selbst die erstmal von der Industrie verstanden werden müssen, also hier das autonome Auto. Und andere Dinge könnten dann später kommen.
Vielen Dank. Da sind ja eine ganze Reihe spannender Punkte hinzugekommen. Da würde ich jetzt an Frau Bettina Stark-Watzinger weitergeben wollen. Gerade auch China war jetzt das Thema. Professor Sander sagt, China ist schon ein paar Jahre weiter. Sie waren jetzt auch in China mit dem Ausschuss, gerade zu diesen Finanzthemen. Wie hat sich die Lage zu China, das Wort systemischer Rivale ist ja jetzt häufiger präsent in der Diskussion, wie hat sich das aus Ihrer Sicht entwickelt und was kann man da, was kann denn auch die deutsche Politik da vielleicht noch tun, um da den Wettbewerb, um wettbewerbsfähiger zu werden? Ja, warum ist die Frage des Krypto-Renminbi, die wir ja heute Abend mal als Aufhänger genommen haben, eigentlich ein Teil von einer Gesamtdiskussion, die wir im Augenblick führen? Warum führt China diesen Krypto-Renminbi ein? Sie führen es ein, weil natürlich China schon lange versucht, den Yuan als Leitwährung zu positionieren. Das scheitert immer noch dran, weil man natürlich sehr stark auch die Währung kontrolliert, Kapitalverkehrskontrollen und auch die Konvertibilität des Yuan nicht gegeben ist, sodass er noch nicht international genutzt wird. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man natürlich, wir stellen uns China ja immer so als zentral von Peking regiert vor, ist es natürlich auch mit der Kommunistischen Partei. Aber allein die Landkarte zeigt ja, dass China sehr groß ist und auch die Einkommensunterschiede noch sehr groß sind und doch auch Korruption im Land herrscht. Das heißt, dieser Krypto-Renminbi hat natürlich auch ein Stück weit die Funktion, zu kontrollieren, noch mehr die Menschen zu durchleuchten bis in die hintersten Winkel auch ihres Bankkontos und jeder einzelnen Finanztransaktion. Ich glaube, das hat für uns drei Bedeutungen, dieser Krypto-Renminbi, und deswegen sollten wir das auch wirklich mit in die Betrachtung aufnehmen. Das eine ist technologisch, da hat eben Professor Sandner schon einiges dazu gesagt. Wir sind ja immer sehr stolz auf unser Export als Exportnation und unser Handelsbilanzüberschuss. Aber Deutschland hat im Bereich des Konsums der digitalen Güter ein Handelsbilanzdefizit und die Europäische Union insgesamt auch. Also da müssen wir deutlich nachlegen. Und in der Digitalisierung, wenn jemand dann auch mal ein System, es wurde eben schon Libra angesprochen, wenn Libra mal eine Kryptowährung, ein Stablecoin ist das ja, auf den Markt gebracht hat, dann ist das natürlich erstmal the winner takes it all und nicht mehr der Wettkampf im Markt darum. Insofern ist durch diesen Krypto-Renminbi, glaube ich, auch ein Umdenken eingetreten. Wir haben eben schon Herrn Strade gehört, der auch nochmal, und es wurde nochmal Bundesbankpräsident Weidmann zitiert. Herr Balz hat allerdings, ein Vorstandsmitglied der Bundesbank, neulich auch gesagt, dass man sich dem Thema jetzt doch deutlich intensiver widmen wird. Und die BITS sagt ja auch, 60% der Zentralbanken überlegen jetzt so eine Kryptowährung mal. Was kann man damit machen? Brauchen wir sie und was heißt das? Herr Schrade hat schon die Probleme aufgezeigt, die damit einhergehen, weil wir natürlich unser Finanzsystem deutlich ändern würden. Und Professor Sandner hat nochmal aufgezeigt, was eigentlich auch die Bedeutung für die Wirtschaft ist. Also ich glaube, dass dieser Vorstoß von China jetzt ein Stück weit auch uns pusht oder pushen muss, technologisch mehr zu machen und eben deutlich mehr uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen und da auch schneller zu werden, um auch mit an der Spitze zu sein, um nicht anderen diese Technik zu überlassen. Das hat nämlich noch zwei andere Aspekte. Der zweite Aspekt sind die Menschenrechte. Ich war in China, das ist eben ja schon mal angesprochen worden mit dem Ausschuss. Und wenn man so unterwegs ist, auch in der Wirtschaft und überall in den letzten Jahren, hat sich ganz klar gezeigt, dass die Vorstellung, dass die wirtschaftliche Öffnung, also der wirtschaftliche Austausch mit China und der wachsende Wohlstand in China selbst automatisch eine politische Liberalisierung mit sich bringen würde, denn das gibt es ja, also hat sich ja zerschlagen. Und wir sehen eigentlich, dass die neuen Instrumente, man denkt ja auch immer, das Internet sei ein Stück weit Demokratisierung möglich, eigentlich genutzt werden, um das wieder umzukehren und die eigenen Leute noch mehr zu kontrollieren und auch ein Land der alternativen Fakten, wie Donald Trump sagen würde, aufzubauen. Also dieser Renminbi ist dann noch mal ein Stück weit mehr Einschränkung der Privatsphäre. Es wird ein Stück weit mehr Kontrolle sein der Menschen vor Ort und ein Stück weit weniger Freiheit. Wir reden ja über ein Land, in dem Menschen wirklich auch in Erziehungslager geschickt werden. Wir reden ja nicht über eine Demokratie. Und der dritte Punkt ist, dass man diesen Krypto-Renminbi auch mit Blick auf geostrategische Aspekte noch einmal anschauen muss. Kurzfristig, das kam ja in der Studie auch zum Ausdruck, wird der sich nicht so stark verbreiten und so schnell durchsetzen können, dass das wirklich jetzt eine neue digitale Leitwährung wird. Aber wir führen ja heute
Wenn man mal an den Kalten Krieg denkt, der natürlich nicht schön war, ein Wettrüsten und es war eine gefährdete, aber es war ein Stück weit eine gewisse Stabilität. Wir führen aber heute den Kalten Krieg nicht mehr über Waffen, die wir sehen, was schlimm genug ist, sondern wir führen ihn auf ganz, ganz andere Wege. Und ich glaube, dass man auch schauen muss, dass eine global organisierte Weltwirtschaft, wie wir sie haben, wir haben ja eine Leitwährung, den Dollar, und wir sehen natürlich schon auch, was es heißt, wenn man eine Leitwährung ist, dann haben nämlich andere Länder auch eine gewisse Abhängigkeit von dieser Leitwährung. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch schon beobachten, was da passiert und auch wirklich uns selber positionieren, um nicht hinterherzulaufen. Eben sind mal 6 bis 8 Jahre mit Blick auf den Digitalen überhaupt die Möglichkeit, die Digitalisierung, also die Plattformen zu schaffen. Ich glaube, da müssen wir aufpassen. Es geht also, dass wir selber technologisch gut unterwegs sind. Es geht darum, dass wir auch schauen, was macht das mit den Menschenrechten in China und natürlich auch, was heißt das für das Gefüge, dass wir im Augenblick ja, was in Bewegung ist weltweit. Ja, vielen Dank. Ja, Sie haben jetzt gerade Menschenrechte angesprochen, politische Abhängigkeiten auch. Also das ist eine über die Frage, haben wir Marktzugang oder wie entwickelt sich der Markt, in der Wettbewerb hinausgeht. Professor Sandner hat auch gesagt, dass die Autoindustrie zum Beispiel da unter Druck steht, auch im internationalen Wettbewerb. Jetzt macht das China schon. China ist ja für die Automobilindustrie ein extrem wichtiger Markt, auch für die deutschen Automobilhersteller. Daimler hat ja auch mittlerweile größere chinesische Investoren. Jetzt kristallisiert sich da für mich vielleicht so die Frage raus, wie stark gibt es denn dann einen Pull-Faktor vielleicht auch, dass europäische Unternehmen einfach mit einem digitalen Renminbi eventuell den nutzen werden, weil er das schon kann, was vielleicht ein digitaler Euro zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht kann. Und da würde ich gerne an Herrn Schrade wieder die Frage stellen, wie wird das bei Ihnen in der Szene gesehen unter den Zentralbankern? Macht man sich da Sorgen und kann man generell überkommt, wenn der digitale Yuan sozusagen auch noch Europa kommt, auf den einen oder anderen Weg? In unserem Papier und gestern in der Diskussion in Hongkong wurden auch Empfehlungen ausgesprochen, zu sagen, passt auf mit dem Euro, mit Europa, mit europäischen Institutionen, dass da sozusagen der digitale Yuan nicht integriert wird und organisiert euch sozusagen ein bisschen dagegen. Das war die Empfehlung eines Experten. Wie sehen Sie das? Ja, also nochmal zum einen, Frau Stark-Watzinger hat es ja nochmal gesagt, natürlich beschäftigen wir uns intensiv auch mit dem Thema. Also da kann ich Sie beruhigen. Es waren sicherlich ganz viele richtige Dinge gesagt worden, aber ich denke, das zeigt im Grunde genommen halt schon ein bisschen die Komplexität der Diskussion. Zum einen Vorsprung durch Technik ist ja eigentlich schon für Deutschland. Ich meine, die Frage wird ja sein, wie überhaupt der E-Renminbi tatsächlich in China implementiert wird. Und wie gesagt, ehe man da halt im Grunde genommen noch keine genauen Informationen hat, ist es schwer zu bewerten. Wie Sie auch in Ihrem Papier geschrieben haben, ob der überhaupt auf Blockchain-Basis tatsächlich kommen wird oder nicht, das ist, glaube ich, erstmal eine ganz andere Frage und deshalb wäre ich da auch ein bisschen vorsichtig. Dann ist die zweite Frage, glaube ich, wo ich mal ein bisschen Schwierigkeiten habe. Wovor haben wir eigentlich Angst? Haben wir Angst vor der digitalen Währung? Haben wir Angst vor den großen chinesischen Plattformen? WeChat, Alipay mit mehr als 100 Milliarden Transaktionen in China? Oder haben wir halt im Grunde genommen Angst, dass China aus politischen Gründen sozusagen vorschreibt, dass bestimmte Transaktionen im Renminbi getätigt werden müssen. Das sind, glaube ich, Dinge, die nicht unbedingt nur mit der digitalen Währung zusammenhängen. Also auch heute sind schon die beiden Plattformen relativ stark und es gibt ja nicht wenige Befürchtungen, dass die jetzt halt hier auch in Europa stärker sich positionieren, nicht nur für chinesische Touristen, wo sie ja überall hier in Frankfurt schon mit Alipay oder mit WeChat Pay bezahlen können, sondern vielleicht dann auch für Händler oder möglicherweise dann auch für bestimmte andere Transaktionen. Das ist sicherlich schon eine ganz wesentliche Frage und es wurde ja auch angesprochen, digitale Souveränität, auch im Zahlungsverkehr. Der Zahlungsverkehr ist ein Kernbereich unseres Lebens, das haben wir durch Covid-19 gesehen. Und da müssen wir natürlich als Europa
schon überlegen, wie können wir halt digitale Souveränität in diesem Bereich auch gewährleisten. Ob das jetzt halt der E-Euro ist, das ist aus meiner Sicht erst nochmal eine andere Frage. Und da dürfen wir natürlich nicht nur auch nach China gucken, sondern da müssen wir natürlich auch über den Atlantik gucken, weil viele Plattformen, die wir heute sehen, Apple Pay, Google Pay, andere Dinge, auch Cloud-Services, die kommen natürlich halt auch letztlich aus Amerika. Also die Frage, inwieweit halt der E-Renminbi hilft, die chinesische Währung oder die Nutzung der chinesischen Währung zu internationalisieren, das ist aus meiner Sicht schon noch eine offene Frage. Sie haben es ja in dem Papier auch ausgeführt. Wie kann das passieren? Aber ich meine, die Erfahrung zeigt, eine Weltwährung oder eine Leitwährung hat natürlich deshalb den Charakter, weil es halt liquide Kapitalmärkte gibt, weil es keine Kapitalverkehrsbeschränkungen gibt, weil sie Anlageprodukte haben, die halt eine Risikostreuung ermöglichen. Und das ist aus meiner Sicht halt mit der digitalen Währung so ohne weiteres nicht automatisch gegeben. Das heißt, diese Angst, dass jetzt diese digitale Währung aus China kommt und uns hier sozusagen wogenartig überspült, die halte ich jedenfalls für teilweise nicht ganz substantiiert. Die andere Frage, die natürlich da ist, wenn halt hier ein System entwickelt würde, was halt tatsächlich erheblich effizienter wäre als das, was wir heute haben, dann müssen Sie natürlich schon damit rechnen, dass die Frage stellt, haben wir das hier nicht auch? Das ist klar, aber auch da muss man sagen, bin ich mir eigentlich nicht sicher. DLT, Blockchain, klar, Herr Sandner hat es schon sehr, sehr stark auch positioniert, aber wir sehen natürlich auch momentan noch nicht, dass das halt im zentralen Bereichen tatsächlich überall eingesetzt wird. Also diese Euphorie von vor einigen Jahren, die haben wir heute natürlich doch in geringerer Form. Das will nicht heißen, dass das natürlich keine Rolle spielen wird, sondern Blockchain wird auch eine wichtige Dimension werden. Aber letztlich auch die Verknüpfung digitales Zentralbankgeld, digitaler Euro mit Blockchain, auch das muss nicht unbedingt eine Notwendigkeit sein. Die Schweden zum Beispiel versuchen es zwar jetzt auch über Blockchain-Technologie zu implementieren, aber auch da wären für die Anwendungsfälle andere Dinge tatsächlich auch hinterfragt. Und das, was natürlich gesagt wurde, was richtig ist, wir müssen uns halt im Grunde genommen schon so ein bisschen auf die Use Cases konzentrieren. Worum geht es? Bei vielen Zentralbanken geht es darum, dass Bargeld, das physische Bargeld, keine Rolle mehr spielt. Die haben ganz einfach Angst, dass dann halt Verbraucherinnen und Verbraucher nicht mehr in der Lage sind, quasi mit so etwas wie Bargeld, also mit Zentralbankgeld zu bezahlen und suchen deshalb nach Alternativen. Das ist beispielsweise in Schweden der Fall. Ich sagte gerade, in vielen anderen Ländern, und da spielt ja Libra auch eine Rolle, ist das Finanzsystem nicht sehr leistungsfähig. Das heißt, da sucht man eigentlich Antworten, wie kann ich überhaupt die Leute dazu bringen, dass sie einen Zugang zu finanziellen Leistungen kriegen. Aber beide Argumente sind eigentlich für den Euroraum aus meiner Sicht noch nicht so relevant. So, und was dann als Use Case für solche digitalen Medien übrig bleibt, ist natürlich beispielsweise IoT, Internet of Things, ja gerade ausgeführt. Wobei da auch die Frage ist, muss man das zwingend mit digitalem Zentralbankgeld machen? Herr Sandner hat ja schon 8 Jahre vorausgedacht. Warum können das nicht die Banken machen? Ja, das sind alles Kleinbetragszahlungen möglicherweise. Wenn Sie heute bei Amazon oder auf anderen Plattformen irgendwas kaufen, bezahlen Sie auch mit Ihrem Bankengeld. Also brauchen Sie dafür wirklich Zentralbankgeld oder brauchen Sie da einfach nur neue Lösungen, um im Grunde genommen halt hier diese Geschäftsvorfälle abzudecken? Und auch die Brücken Instant Payments ist beispielsweise jetzt ja eine neue Infrastruktur, ein neues Leistungsangebot, wo Sie kontenbasierte Zahlungen innerhalb von 10 Sekunden abwickeln können. Auch das bietet möglicherweise hier die Möglichkeit, dass Sie im Grunde genommen alte Zahlungswelt, wenn man das so sagen darf, oder ihre bestehende Systemwelt mit neuen Ökosystemen verbinden. Also insoweit ist aus meiner Sicht immer so ein bisschen zu hinterfragen, ob tatsächlich diese ganzen Befürchtungen, die Chinesen jetzt so weit vor uns, im Grunde genommen sind sie
wenn man halt den Tagesablauf nimmt, 9 Stunden vor uns, nicht 9 Jahre, ist die Frage, ist das eigentlich, die haben auch einen anderen Zahlungsverkehrsmarkt, ja, da ist heute schon mobiles Bezahlen ganz groß, 75% der mobilen Bezahlvorgänge entfallen auf 2 große Anbieter. Das heißt also, die haben heute schon eine Plattformökonomie, wo man sich ja ohnehin fragt, was ist da eigentlich dann noch der Mehrwert, den eigentlich eine digitale Währung dort bringen soll, wenn im Grunde genommen statt des E-Geldes, was Sie heute auf Ihrem Alipay oder auf Ihrem WeChat-Konto haben, haben Sie künftig halt digitalen Renminbi da drin. Also ich glaube, da muss man schon sehr genau differenzieren. Was aber, wie gesagt, wichtig ist, in der digitalen Welt spielt digitale Souveränität eine Rolle. Da sehen wir momentan, dass halt die großen Plattformanbieter aus China, aus Amerika natürlich schon massiv in den Markt auftreten. Und ich glaube, es ist schon hier die Überlegung, wie können wir darauf reagieren. Deshalb auch unser Appell an die europäische Kreditwirtschaft. Verbote sind immer schlecht. Sie können natürlich sagen, das und das verbieten wir, regulieren wir tot. Ich persönlich bin da kein so großer Freund von. Weil letztlich, wenn sich etwas durchsetzt, wenn etwas wirklich auch genutzt wird, dann ist es ja deshalb, weil halt die Leute das cool finden oder gut finden. Ja, und das ist auch beispielsweise der Grund, warum natürlich diese großen Plattformen, sei es Facebook oder sei es Apple oder Amazon, hier im Markt sind. Und deshalb ist unser Punkt auch immer zu sagen zur Kreditwirtschaft, wenn ihr im Grunde genommen im Markt bleiben wollt, müsst ihr entsprechende Lösungen entwickeln. Dann seht zu, dass ihr im Grunde genommen auf ein Niveau kommt, dass ihr halt den Service verbessert, um damit eben letztlich auch konkurrenzfähig zu sein. Verbote, die auch ausgesprochen wurden in dem Papier, abgesehen davon, dass wir uns jetzt zu rein politischen Fragestellungen sicherlich nicht so gut äußern können, möchte ich jetzt persönlich auch nicht. Aber eins ist klar, für mich ist es ein Dreiklang. Verbot, immer ganz schwierig als Ultima Ratio, aber eigentlich sind es 3 Dinge. Erstens, wenn hier irgendetwas an den Staat geht, muss es natürlich adäquat reguliert werden. Also es kann nicht sein, dass halt Regulierungen unterlaufen werden oder gar nicht angewendet werden. Zum Zweiten Verbraucher- und Konsumentenschutz, ganz wichtig, wie auch Transparenz. Der 3. Punkt, Wettbewerb. Gerade wenn Plattformen hier ihre Tätigkeit aufnehmen und sie können es nicht verhindern, und ich glaube, man sollte es auch gar nicht verhindern. Auch die chinesischen Bezahlanbieter haben alle mittlerweile Lizenzen in Europa. Das heißt also, sie stehen nicht schon vor der Tür, sondern sie sind schon hier, um Leistungen entsprechend anzubieten. Also auch hier ist natürlich der Punkt, über wettbewerbsrechtliche Regelungen sicherzustellen, dass zumindest Verfügbarkeit, Zugang zu solchen Maßnahmen da ist. Und last but not least, der Markt muss liefern, auch die Banken, die traditionellen Zahlungsanbieter, wenn sie halt tatsächlich im Rennen bleiben wollen, müssen sie auch selber innovativ sein und müssen sich dann auch überlegen, wie sie halt tatsächlich Bezahlvorgänge beispielsweise in einem Internet of Things Szenario, Machine-to-Machine-Pay, wie die abgebildet werden können. Da, vielen Dank, Herr Schrade. Also da das Plädoyer nichts zu überstürzen und dass die Bedingungen eigentlich gar nicht so schlecht sind, ist das, was ich bei Ihnen raushöre, aber eben die Frage nach dem Ziel, warum brauchen wir das eigentlich, wenn es um Innovation geht, dann gibt es eigentlich, zumindest aus der Währungsfrage, aus Ihrer Sicht keine Probleme, so wenn ich Sie richtig verstanden habe. Also wie gesagt, wenn ich da nochmal, wir reden ja nicht über eine neue Währung, sondern wir reden, wenn wir auch über den digitalen Euro reden wir über eine andere Form des Euros, ob das jetzt von Geschäftsbanken rausgegeben wird oder von uns. Also das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und die Frage reduziert sich dann, was ist eigentlich die adäquate Infrastruktur, um die künftigen Bezahlsituationen adäquat abbilden zu können? Entschuldigung, aber genau, das ist der Punkt, da haben Sie den, finde ich, die sehr gute Frage aufgeworfen, oder haben Sie gesagt, das wird alles schon gemacht, das wird in China, aber auch in den USA gemacht, wenn es um Cloud Computing, um andere Sachen, um andere Technologie geht. Da würde ich gerne Professor Sandner mit ins Spiel bringen. Jetzt, Sie haben ja auch schon ein paar Punkte angesprochen, wo Sie auf 5, 8 Jahre heraus in die Zukunft geschaut haben, Unternehmen angesprochen. Warum ist das
denn noch nicht da? Und warum, ja, warum ist es in anderen Ländern denn schon da? Was brauchen wir denn da für Bedingungen? Beziehungsweise was haben wir denn da verschlafen, wenn es nicht an den oder liegt, oder wie würde denn da eine Digitalwährung vielleicht dann doch helfen können, das zu beschleunigen? Also zu der Blockchain-Technologie vorneweg, ich glaube, da haben wir doch überhaupt gar nichts verschlafen. Also das ganze Thema ist doch in den Kinderschuhen. Folgenden Satz sage ich seit 3 Jahren und irgendwie ändert sich da nichts. Und zwar stellen Sie sich einen Balken runter, wenn Sie eine Datei aus dem Internet runterladen, der geht von 0% auf 100% hoch. Und im Sinne der Fähigkeit der Blockchain-Technologie, wenn sie denn dann mal wirklich in Gänze diffundiert ist, weltweit sind wir vielleicht bei 1% oder vielleicht bei 1,5%, aber das sage ich schon seit 3 Jahren. Also da geht es ganz, ganz, ganz langsam voran. Wir sind nur alle aufgescheucht worden durch den enormen Aufstieg von dem Bitcoin und den Fall, weil alle Zeitungen voll waren und dann haben alle Leute versucht, es zu verstehen und alle Leute fanden es gedanklich brillant und haben dann eben letztendlich sich ein bisschen damit beschäftigt und haben dann gesehen, okay, da ist was, da kommt was, aber eigentlich ist die Technologie eben noch in den Kinderschuhen. Und natürlich ist sie schon 10 Jahre, seit 11 Jahren da, mit der Existenz des Bitcoin hat sie ja begonnen und doch ist es so, dass sie nach wie vor noch in den Kinderschuhen ist. Schauen Sie sich an, was die Firmen bis jetzt damit umgesetzt haben oder wie groß die Blockchain-Teams sind oder wie groß die Blockchain-Beratungsfirmen sind in Deutschland. Das ist wirklich marginal. Da wird also in dem Ganzen, ich mache jetzt ja seit 3,5 Jahren nichts anderes als Blockchain, also wirklich 24/7 und wahrscheinlich nachts auch noch im Traum, also wirklich rund um die Uhr und in dem Sektor verdient kaum einer vernünftiges Geld. Also das ist, und ich glaube nicht, dass es an dem Mehrwert von der Technologie liegt, sondern ich glaube einfach, das liegt daran, dass das Thema oftmals noch nicht richtig verstanden wurde und zwar primär nicht in bei Entscheidungsträgern in den entsprechenden Hierarchieebenen, die relativ weit oben ist. Dort ist das Thema noch nicht verstanden worden. Und das dauert natürlich. Das Thema kommt von unten hoch. Das war in der Innovationsabteilung. Ich sehe es ja, wer mir E-Mail schreibt. Vor 4 Jahren schreiben mir die Leute E-Mails. Da steht unten in der E-Mail-Signatur steht Innovationsmanager oder Praktikant oder sowas. Und wenn mir jetzt einer eine E-Mail schreibt, ist es manchmal schon der Head of irgendwas, Head of Digital Assets. Das heißt, da sieht man wirklich plastisch, das Thema klettert die Hierarchie hoch. Das ist ganz normale Adoption und es macht keinen Sinn, den zweiten Schritt vor dem ersten zu machen. Allerdings hat die Blockchain-Technologie ein immenses Potenzial, vor allem auch um die Monopole oder Oligopole von den großen GAFA-Konzernen, Google, Amazon und so weiter, potenziell mal nicht unbedingt zu brechen, aber zumindest zu schwächen. Das Potenzial ist da. Und deswegen wundert es mich immer, egal ob ich jetzt Student vor mir habe oder ein Mitarbeiter von einer Bank oder sowas, ich verstehe immer nicht, dass die Leute das bei der Blockchain-Technologie so kalt lässt und da nicht einfach sich intensiver damit beschäftigen, weil das Potenzial enorm ist für eine Firma, für eine Person, für einen jungen Studenten und so weiter. Das Potenzial ist riesig. Die Kurve geht jetzt hoch. Ich habe gesagt, wir sind bei 1%. Ich glaube wirklich dran. Irgendwann kommen die 2%, 3%, 10%. Da geht die Kurve hoch. Da gibt es viel zu tun. Und das Potenzial wird man feststellen. Es ist nur so, die Chinesen sind in dieser Kurve halt schon vielleicht bei 2%. Ja, das ist im Vergleich zu den 1% doppelt so stark. Und trotzdem ist es noch ganz am Anfang. Das Potenzial ist da. Aber viele Leute, insbesondere in Entscheidungsetagen, haben es eben noch nicht verstanden. Aber Gott sei Dank ändert sich's. Das Thema digitaler Euro ist bei der Bundesbank, soweit ich weiß, haben Sie vorher auch gesagt, ganz oben auf der Agenda. Dann beim Finanzministerium, das Thema Blockchain, Bitcoin und Co. ist bei der BaFin ganz oben. Die BaFin hat wahrscheinlich 30 Leute, vielleicht 40, 50, die sich mit dem Thema auskennen. Das ist mehr als in jeder anderen deutschen Bank, das müssen Sie sich vorstellen, das ist brillant. Das Bundeskanzleramt hat das Thema verstanden, die Europäische Kommission, die ESMA, überall ist es so langsam oben. Und deswegen glaube ich, dass das für die nächsten 2 Jahre, eine unheimlich spannende Thematik wird, was die Blockchain-Technologie angeht. Und wir können gerne, da müsste man nochmal einen Nachtrag machen zu heute, wir können gerne erklären, warum die Blockchain-Technologie die Technologie sein wird für den digitalen Euro. Da geht es nämlich darum, das Silo, in dem der Euro läuft, zu verlassen und den Euro zu koppeln mit anderen Leistungen, Wertpapieren, Produkten, Rechten, Assets und so weiter, dass alles auf einer Plattform ist. Deswegen hat die Technologie schon enorme Vorteile, aber ich habe jetzt auch letztens wieder mit Leuten von der EZB gesprochen, tut mir total leid, die Leute haben es noch nicht verstanden. Aber man muss auch dazu sagen, was die China sagen, das hat Herr Schrader auch erwähnt, das ist auch in unserem Papier erwähnt, die chinesische Digitalwährung ist jetzt weggegangen von Blockchain. Also Blockchain ist da sozusagen aus den, von dem, was man gehört hat, verschwunden und da wird es
wird jetzt nicht mehr angewendet. Was ist da Ihre Einschätzung, warum man als chinesische Zentralbank sich dann sozusagen von der Blockchain wieder verabschiedet hat? Also ich glaube eigentlich immer nur Sachen, die ich wirklich selber gesehen habe. Und ich glaube an Kryptowährungen, die finde ich spannend. Ich glaube auch an den digitalen Euro auf Blockchain-Basis. Warum? Weil ich es mit eigenen Augen angucken kann, und zwar den Computercode. Und dann glaube ich es. Von den Chinesen habe ich nur Pressemitteilungen gesehen und ich habe noch keinen Code gesehen und gar nichts. Und deswegen glaube ich noch gar nichts. Und was ist auch schon Blockchain? Ja, die Kern-Blockchain ist Bitcoin und Ethereum, sonst nichts. Sie haben anders, aber eben diese sogenannten DLT-Systeme, die möglicherweise zum Einsatz kommen werden, wenn zum Beispiel der Euro mal potenziell auf einem Blockchain-System läuft. Und dann ist es von mir aus ein Blockchain-inspiriertes System. Dann ist mir die Blockchain in Reihenform. Aber ich würde möglicherweise mit Ihnen wetten, dass die LTE-Technologie in China zum Einsatz kommt, nicht unbedingt die Blockchain. Die Wette würde ich annehmen. Okay, wir werden das weiter untersuchen und hoffentlich können wir dann noch weiter wetten in den nächsten Monaten, über was da passieren wird. Aber Frau Stark-Watzinger, vielleicht, weil wir auch schon so langsam ein bisschen aufs Ende zu gehen, möchte gerne noch ein paar Fragen mitnehmen. Aber wir haben ja auch, oder unser Ziel ist ja auch viel über Policy Recommendations zu sprechen oder konkrete Empfehlungen. Was denn jetzt eigentlich passieren muss? Im Papier werden einige aufgeworfen. Was darüber hinaus, auch was Sie jetzt bis jetzt in der Runde gehört haben, was sind dann aus Ihrer Sicht noch weitere zentrale Punkte? Ja, also es ist wirklich jetzt sowohl Professor Sandner als natürlich auch Herr Schrader nochmal sehr, sehr wichtige Punkte gesagt. Ich möchte nochmal ein bisschen einen anderen Licht jetzt drauf werfen. Ich glaube, was für uns wichtig ist, wenn ich auch die politische Seite mit betrachte, nicht nur die technologische Seite, dann sollten wir schon auch uns in der Region mit Ländern austauschen, stärker austauschen, die einfach auch technologisch ähnlich unterwegs sind wie China. Also es gibt ja viele Länder in Asien, wenn man vor Ort ist, sieht man das, die so ein bisschen übersprungen haben, was wir durchlebt haben an Industrialisierung und eher in die Digitalisierung gegangen sind. Also wir konnten auch mit einigen Stiftungsvertretern im letzten Jahr in Taiwan sein und dort kurz vor den Wahlen auch nochmal sehen, was heißt es eigentlich, wenn neue Technologien eingesetzt werden, eben um auch Politik zu machen? Ich glaube, wir brauchen den regen Austausch mit vielen Ländern in Asien, und zwar den Austausch auf Augenhöhe, sowohl mit China, aber auch mit anderen Partnern in Asien, zum Beispiel mit Taiwan oder auch mit Südkorea, um zu lernen, um zu sehen, was dort passiert. Das Zweite ist, dass wir die technologische Entwicklung in unserem Land stark fördern. Das hat ein Stück was mit Regulierung zu tun. Da hat Professor Sandner eben schon die BaFin genannt, die wirklich eine große Abteilung aufgebaut hat und dort auch engagierte Leute sind. Ich glaube, da müssen wir das richtige Maß finden an Regulierung. Also wir haben ja Ende letzten Jahres auch gerade zu Krypto-Verwahrstellen etwas gemacht, dass zum Beispiel auch Banken jetzt eben die sogenannten Wallets halten können. Ich glaube, dass wir da ein Stück weit Transparenz schaffen können, eine gewisse Regulierung, dass auch diese Technologie teilweise aus der Schmuddelecke, also jetzt bei Kryptowährungen, das ist ja was anderes natürlich als die DLT, als die Technik an sich, rauskommt, aber dass wir das eben mit Maß machen, dass wir nicht überregulieren, dass wir europäisch zusammenregulieren, damit das, was hier entsteht, dann auch um international und sei es eben, um auch hier wieder ein Gegengewicht bilden zu können oder einfach auch, um die Menschen in unserem Land mit besseren Produkten zu versorgen, dass wir da europäisch zusammenarbeiten, weil wir brauchen den europäischen Binnenmarkt dazu. Das Dritte ist, dass wir hier auch noch ein Ökosystem schaffen müssen für die Finanzierung von Innovation. Professor Sandner hat gesagt, wir sind bei 1%. Ich hoffe, dass das wie bei mir manchmal beim Download hier ist in meiner schlecht ausgebauten Region, dass das dann plötzlich springt, dass da erst 10 Stunden stehen und dann ist es hinterher doch nur eine Stunde, weil ich glaube auch, dass das Potenzial sehr, sehr groß ist dieser neuen Technologie. Und da brauchen wir aber auch junge, neue Firmen, die das mit vorantreiben. Deswegen brauchen wir ganz klar bessere Rahmenbedingungen für Venture Capital. Wir brauchen insgesamt eine Einstellung, die auch Risiko mal in Kauf nimmt. Wir haben ja gesehen, bei Risiko immer nur den Nachteil, aber Risiko heißt auch eine Chance. Also wir müssen an verschiedenen Stellschrauben in der ganzen Breite drehen. Wir müssen global politisch uns mit Partnern zusammentun. Wir müssen selber gut Technologie darstellen können, indem wir das Ökosystem stärken. Und wir müssen mutiger sein. Vielen Dank, Frau Stark-Watzinger. Da habe ich direkt eine Frage aus dem Publikum, die da zumindest in Teilen anschließt, von Herrn Hollweg. Und Herr Leander Hollweg fragt,
Wenn die künftige Mehrzahl von Transaktionen im Internet generiert wird, geht es dann nicht um die zentrale Frage ökonomischer Dominanz einer künftigen Weltwährung, die den Dollar ersetzen wird? Und um die nötige Masse an Transaktionen einzubeziehen, müsste es dafür nicht zu einer ganz engen Regulation zwischen oder Kooperation im Regulierungsbereich zwischen der amerikanischen Zentralbank Fed und der europäischen Zentralbank kommen, um dann ein Gegengewicht zu bieten? Also generell vielleicht die Frage, Sie haben gerade von Europa gesprochen, inwiefern sind die USA da noch auch Ansprechpartner, auch in der derzeitigen politischen internationalen Entwicklung? Frau Stark-Watzinger, vielleicht können Sie da kurz direkt was aus Ihrer politischen Sicht zu sagen. Ja, wir haben natürlich im Augenblick eine Situation, in der das globale Gefüge sich schwierig darstellt. Wir haben natürlich im Augenblick auf amerikanischer Seite eine Regierung oder einen Präsidenten, der das westliche Bündnis nicht mehr in dem Maße stabil hält, wie wir uns das wünschen würden. Und deswegen ist es natürlich schwieriger als vielleicht noch vor ein paar Jahren, dort zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass es immens wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten. Ich glaube nicht, dass kurzfristig das Risiko besteht, dass China jetzt eine Leitwährung und eine Kryptoleitwährung auf den Markt bringt. Dazu hat Herr Schrade ja auch schon einiges gesagt. Das wird auch in der Studie so ausgesprochen. Aber China denkt ja nun wirklich langfristig. Die denken in 100-jährigen Zyklen. Und deswegen, glaube ich, muss man schon auch einfach selber sich stark machen. Und deswegen wäre die Kooperation international dort sehr geboten. Vielen Dank, Frau Stark-Watzinger. Dann komme ich. Diese Frage kann ich vielleicht auch direkt an Herrn Schrade geben. Mit von Eberhard. WeChat Pay und Alipay haben schon mehr als 1 Milliarde Nutzer, auch für Unternehmen. Verfolgt die PBOC, die People's Bank of China, mit der eigenen Kryptowährung oder Digitalwährung die Strategie, die Macht dieser Plattform zu begrenzen? Also ist das aus Ihrer Sicht auch was, was eine Zentralbank da gerade versucht als Ziel? Herr Schrade, Sie sind noch auf stumm geschaltet. Ja, das ist eine schwierige Frage, weil wir natürlich auch da, wie gesagt, eher auf öffentliche Informationen angewiesen sind, Spekulationen. Was man sicherlich gesehen hat, dass China in den letzten Jahren tatsächlich zusätzliche Maßnahmen eingeführt hat, beispielsweise, dass Transaktionen über diese Plattformen dann auch in Zentralbanksystemen verrechnet werden müssen, die darauf hindeuten, dass man tatsächlich so ein bisschen die Macht dieser Plattformen einschränken will. Aber das ist halt reine Spekulation. Andererseits wird natürlich auch tatsächlich gemutmaßt, dass halt eben die digitale Währung über diese Plattform vertrieben wird und dass gerade diese Plattform einen wichtigen Faktor zur Verbreitung der digitalen Währung darstellen können. Also insoweit ist das aus meiner Sicht nicht ganz klar. Ich darf vielleicht auch nochmal auf die letzte Frage eingehen, nur ganz kurz. Regulatorische Zusammenarbeit ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir natürlich in der digitalen Welt letztlich im internationalen Kontext dort operieren. Also wenn Sie dann hier eine Insellösung in der Regulatorik schaffen, wird es vermutlich nicht viel bringen. Ich meine, gerade der Fall Libra hat ja gezeigt oder zeigt, dass eigentlich die Kooperation zumindest der großen Zentralbanken in dieser Richtung gut verläuft, dass man sich durchaus auf gewisse Dinge verständigt, was eigentlich erforderlich sein muss, bevor solche Systeme an den Start gehen können. Und das ist, glaube ich, relativ wichtig. Ungeachtet dessen muss man natürlich schon sehen, dass sicherlich da auch verschiedene Interessen eine Rolle spielen, die man dann halt irgendwie auch gegenseitig abwägen muss. Und deshalb ist unser Punkt natürlich schon, dass halt eben zur digitalen Souveränität auch durchaus eine gewisse Unabhängigkeit gehört, dass man auch durchaus in der Lage ist, da selbstständig zu gestalten. Vielen Dank. Dann habe ich hier noch eine Frage von Uwe Jens Kruse, der fragt, hat die deutsche Kreditwirtschaft die Fähigkeit zu gemeinsam entwickeln und handeln? Im nationalen Zahlungssystem hat es nicht geklappt, siehe PayPal, vielleicht Professor Sandner. Warum ist es denn dann? Warum hat es denn bis jetzt nicht geklappt? Oder gibt es diesen Willen? Sehen Sie den in Unternehmen?
Doch, der Wille ist da auf alle Fälle. Die Frage ist halt immer nur aus meiner Sicht, wer etwas will. Und manchmal ist es eben so, dass das Thema zunächst mal bei der richtigen Person landen muss. Wenn Sie so eine große Firma vor sich haben, dann muss das Thema wirklich genau bei der richtigen Person landen. Die muss es technisch verstehen, die muss auch offen für Neues sein, die darf möglicherweise auch nicht zu überlastet sein. Das ist bei den Banken teilweise das Problem. Und die Person muss auch noch Budget haben. Das alles muss zusammenkommen. Und wenn das der Fall ist, dann im Prinzip haben Sie die Chance, dass eine Innovation relativ schnell vorankommt. Und genau diese Bedingungen treten halt nicht immer ein. Also zum Beispiel bei der Börse Stuttgart ist es so gekommen, dass es toll eingetreten ist. Da haben Sie den Herrn Höppner an der Spitze. Der hat Budget, der ist offen, der hat die Technologie wirklich gut verstanden. Und prompt klappt es im Prinzip in dem Fall auch mit der Blockchain-Technologie. Bei anderen Firmen klappt es auch. LBBW, Commerzbank, Daimler und so weiter. Da ist es alles aus meiner Sicht sehr wirklich klasse, was sich da entwickelt. Aber bei anderen Firmen, da kommen diese Bedingungen bei einzelnen Personen halt so nicht zusammen. Und dann geht es ein bisschen langsamer. Der Hintergrund ist eben der, dass das Thema Blockchain nicht so von oben verordnet wurde, wie zum Beispiel Investing gemäß ESG-Ziele oder eben das Thema Sustainability oder Corporate Sustainability. Das wird teilweise ja von oben verordnet. Und dann gibt es ganze Strategieabteilungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Bei dem Blockchain-Thema ist es nicht so, dass eine Firma typischerweise eine Blockchain-Strategie hat bis jetzt. Das Thema kommt eigentlich eher von unten und nicht von oben runter, also auch nicht unbedingt von der Europäischen Kommission. Und deswegen dauert es naturgemäß immer eine Weile länger, bis dann sich die Unternehmen wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Ich will das auch gar nicht kritisieren. Und wie ich vorher gesagt habe, das ist einfach der ganz normale Lauf der Dinge. Heutzutage hat jeder von uns ein Handy oder ein Smartphone. 2004 hatte kein einziger von uns ein Smartphone. Und auf dieser Zeit, von damals bis hierher, wurden halt Milliarden iPhones verkauft oder hunderte Millionen. Und das ist die ganz normale Adoption einer Innovation, die hier abläuft. Ich persönlich würde mir halt einfach wünschen, dass es hier und da ein bisschen schneller geht, aber manchmal dauern die Sachen eben auch. Ja, ja, vielen Dank. Ja, ich habe hier noch eine ganze Reihe Fragen. Sehr viele davon sind auch sehr technischer Natur. Und ich glaube, das ist die Herausforderung bei einer solchen Veranstaltung, dass es dann Leute mit extrem viel Fachwissen gibt, die auch Detailfragen, auf sicher sehr sinnvolle Detailfragen stellen. Die würde ich gerne, aber nicht gerne hier gerade weiter diskutieren. Ich denke, da machen wir vielleicht nochmal eine separate Veranstaltung mit, die deutlich fachspezifischer ist. Da laden wir auch gerne jeden Teilnehmer aus dieser Runde wieder zu ein. Ich würde, da wir auf das Ende zu gehen, vielleicht noch eine zentrale Frage, die sich bei uns in dem Papier gestellt hat, die sich auch gestern auf der Veranstaltung, als wir das Papier in Hongkong vorgestellt haben, die da immer wieder hochgekommen ist. Und das war die Frage nach Kontrolle. Also wie weit hat man Kontrolle mit so über eine Währung, über so eine digitale Währung, und wie kann man dem eventuell was kann man dem entgegensetzen? Der Andrew Work, das Papier verfasst hat, sagte, er möchte eigentlich nicht, dass die People's Bank of China und damit die chinesische Regierung weiß, wie viel Geld er besitzt, was er damit macht, und er würde auch eigentlich nicht wollen, dass das eine andere Regierung weiß sozusagen, wenn dann andere Regierungen vielleicht nachziehen. Jetzt aus den verschiedenen Perspektiven, die wir hier am Tisch haben, wie viel Kontrolle ist wünschenswert? Weil die People's Bank of China gibt ja durchaus Geldwäschekontrolle auch als ein Ziel an. Das ist ja ein Ziel, was auch man in Europa auf jeden Fall hat. Also wie viel Kontrolle ist durch so eine Währung sinnvoll, und wie kann man sich eventuell aus Ihrer jeweiligen Perspektive politisch oder über Technik oder über Businessmodelle oder auch über das Design der Währung davon sozusagen das schützen und das im Rahmen einer bürgerrechtsfreundlichen Währung eventuell realisieren? Oder ist das überhaupt möglich? Das wäre so meine Frage in die Runde zum Abschluss, bevor wir hier schließen. Und das würde ich gerne an Sie alle richten. Und ja, vielleicht, Herr Schrade, wollen Sie vielleicht anfangen in der Runde. Ja, ganz kurz, vielleicht bürgerrechtsfreundliche Währung, das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum ich schon glaube, dass Bargeld insgesamt auch bei uns jedenfalls in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch eine Zukunft hat. Was für uns relativ klar ist, und das sind natürlich diese ganzen Diskussionen, all diese Phänomene müssen halt letztlich Regulatorik erfüllen. Also sie müssen halt unter Geldwäschegesichtspunkten
dort sicher sein, müssen auch Möglichkeiten bieten. Deshalb sind total anonyme Systeme, beispielsweise wie Bitcoin, wo Sie halt ohne Registrierung Transaktionen tätigen können, die sind aus unserer Sicht nicht mit den Regularien kompatibel. Da müssen auch Mechanismen eingebaut sein, dass halt eben letztlich diese Verpflichtungen und diese Anforderungen eingehalten werden können. Eine ganz andere Frage ist ja eigentlich, was möchte ich eigentlich als Verbraucher dem Provider an Transparenz bieten? Und diese Frage stellt sich aus meiner Sicht nicht nur im Hinblick auf die chinesische Währung, sondern die stellt sich bei allen Plattformen mit ihren datengetriebenen Modellen. Da muss man natürlich schon ganz genau wissen, welche Transparenz über meine Daten gebe ich da. Und ich glaube, das ist eine ganz zentrale Herausforderung in der digitalen Wirtschaft. Also ich persönlich, wenn Sie mich persönlich fragen, ich habe kein Interesse daran, dass sozusagen dort Daten angehäuft werden, sodass dann möglicherweise meine Daten in einer Weise verwendet werden, wie ich es nicht möchte. Und ich glaube, das Interesse kann natürlich keiner haben. Aber das heißt nicht automatisch, dass Sie komplett anonyme Zahlungssysteme hier etablieren müssen. Aber ich glaube, jeder muss dann schon darüber Klarheit haben, wem er seine Daten anvertraut und ob er seine Vermögensverhältnisse dann Providern in China gibt oder nicht. Das ist, glaube ich, dann auch eine Entscheidung, wo jeder selber mal genau überlegen muss, was da eigentlich sinnvoll ist und welche Risiken damit verbunden sind. Und ich glaube, da müssen wir in der Bevölkerung wirklich in der Digitalisierung Transparenz schaffen, dass man wirklich auch in der Lage ist, diese Risiken einzuschätzen und bewusst mit diesen Möglichkeiten der Digitalisierung auch umzugehen. Vielen Dank, Herr Schrade. Herr Professor Sandner. Also am Blockchain ist ja immer nur ein Aspekt und der digitale Euro ist gut, das hat was mit Regulierung zu tun und so weiter. Ansonsten geht es aber schon auch um das Thema Digitalisierung und bei künstlicher Intelligenz ist es genau das Gleiche. Ich glaube, dass wir eine riesengroße Chance haben, aber auch ein riesengroßes Risiko, dass man mit dem Thema digitaler Transformation und Digitalisierung in Gänze nicht richtig umgeht. Die Corona-Krise aus meiner Sicht wurde von der Regierung gut gemeistert. Die Zahlen sind wirklich tauglich. Die Krankheit ist ja faktisch im Alltag verschwunden, bis auf ein paar Hotspots. Das ist wirklich beachtlich. Aber wie man zum Beispiel mit den Schulen und Universitäten umgegangen ist, das hat zum Beispiel gezeigt, dass Digitalisierung nicht mal in der Not eine Chance hat, bei Gymnasien eingesetzt zu werden oder auch die Universitäten. Das liegt nicht unbedingt an der Regierung, sondern oftmals auch an den entsprechenden Schulleitern oder Rektoren oder wie auch immer. Ich glaube, da muss man viel mehr machen im Bereich Digitalisierung. Natürlich fällt dann künstliche Intelligenz links raus und Blockchain rechts raus und der digitale Euro kommt auch noch mit raus. Das sind dann Produkte oder Services, die entstehen dann automatisch darum, wenn sich die Leute mit dem Thema Digitalisierung ernsthaft beschäftigt haben. Und ernsthaft sich mit Digitalisierung zu beschäftigen, bedeutet faktisch Programmieren lernen, nichts anderes. Niemand muss jetzt Informatik studieren, aber man muss zumindest mal die Basics der Programmiersprache gesehen haben. Das kostet, jeder BWLer kann sowas, das kostet eine Woche Arbeit, das kriegt jeder hin. Ich habe es ja selber den Leuten empfohlen bei uns an der Uni, das kriegen die hin. Und inzwischen ist es so, ich habe einige Studenten, manche Studenten haben sich beworben bei PwC oder Lufthansa und so weiter. Manche bangen jetzt um ihren frischen Job, weil die noch in der Probezeit sind wegen Corona. Und andere Leute, die haben sich tatsächlich mit dem Thema Smart Contract Programmierung beschäftigt und haben sich als BWLer ein bisschen in die Technik eingearbeitet, nur ein bisschen. Und die stehen alle gut da, haben tolle Jobs, fangen sogar an, hier und da schon zu wechseln und haben eine blendende Karriere vor sich. Warum? Weil sie sich für Digitalisierung interessiert haben und dann auch die ersten Schritte operativ gegangen sind. Das heißt, ein bisschen seichtes Programmieren, das kann jeder BWLer zum Beispiel, kann auch ein Jurist. Und dann im Prinzip ist jemand an der Schnittstelle einsetzbar zwischen Recht und Technik oder zwischen BWL und Technik und so weiter. Und dort sind eigentlich die spannenden Innovationen. Dort ist Wirtschaftswachstum, dort gibt es tolle Karrieren für junge Leute und so weiter. Und deswegen wünsche ich mir einfach, dass das Thema Digitalisierung viel, viel, viel ernster genommen wird. Und das fängt mit Bildung an. Vielen Dank, Professor Sandner. Das fühlt sich besonders für uns gut an als Innovation Hub der Stiftung. Da sind wir dann als Stiftung auch auf einem guten Weg. Vielen Dank, Frau Stark-Watzinger.
Sie sind noch auf stumm geschaltet, Entschuldigung. Ich möchte diesen Werbeblock, sich mehr mit Digitalisierung auseinanderzusetzen und auch Basics im Programmieren zu lernen, gar nicht neutralisieren jetzt. Vielleicht wird das ja mal als Eingangsvoraussetzung, um Abgeordneter im Deutschen Bundestag zu werden. Mal schauen. Mit Blick auf die Frage, wie schaffen wir eine Währung? Es ist ja spannend, dass der Ausgangspunkt für Kryptowährungen war, eigentlich, weil man den Institutionen nicht getraut hat und sich sein privates Währungssystem schaffen soll. Wobei, Kryptowährungen wollen wir ja gar nicht sagen, sondern Kryptowerteinheiten, aber sich so seinen privaten Raum geschaffen hat. Und in China ist das jetzt genau umgedreht. Da werde ich ja noch transparenter gegenüber dem Staat, gegenüber der Regierung. Und ich glaube, wir sollten dabei bleiben, was wir haben, nämlich dass Verdachtsfälle bei Geldwäsche und Ähnliches auch gemeldet werden müssen. Aber dass wir es schaffen, ein solches System zu etablieren, dass die guten Institutionen, die wir haben und die wir ja auch vertrauen, dass die weiter da sind, dass also nicht alles voll transparent gegenüber dem Staat ist, sondern im Verdachtsfall anhand von Anhaltskriterien, dass wir eine gute Mischung haben zwischen Privatheit und aber auch dem Staat die Möglichkeit, Missbrauch vorzubeugen. Vielen Dank. Ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen allen ganz herzlich. Ich finde, diese Diskussion hat mir persönlich auch tatsächlich einiges gebracht. Als wenn man lange in Asien ist, dann hat man häufig den Eindruck, in Deutschland wird einiges verschlafen. Das mag auch hier und da oder in manchen Bereichen zutreffen, aber diese Diskussion hat mir zumindest gezeigt, dass es in Deutschland viele Experten gibt, die sich genau mit den brennenden Themen auseinandersetzen. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Und wir haben auch viele Stichpunkte bekommen, wie wir mit unserem Papier weiterarbeiten können, wie wir auch in Zukunft das weiter diskutieren können. Ich hoffe, auch Sie dann in diesem Rahmen mal wiederzusehen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, als unsere Experten heute hier heute Abend dabei zu sein. Vielen Dank auch an das Publikum für die Fragen. Nochmal mit der Entschuldigung, dass wir nicht alles beantworten konnten in dieser Veranstaltung. Und auch mit einer Veranstaltungsempfehlung für eine Diskussion. Wenn Sie China interessiert, dann sind Sie nächste Woche am gleichen Tag, am 17. im Mittwoch um 19 Uhr gut beraten, wieder hier vorbeizuschauen. Da diskutiere unter anderem ich und Volker Stanzel, der ehemalige Asienbeauftragte der Bundesregierung, zur neuen Seidenstraße. Da hat sich nach Corona auch einiges getan oder vielleicht auch nicht. Das können Sie dann gemeinsam mit uns erörtern. Also erstmal für heute Abend vielen Dank und einen schönen Abend noch allen zusammen. Vielen Dank. Wiedersehen. Tschüss. Wiedersehen.